Hey Jungs, der ein oder andere kennt vielleicht schon meine Final Fantasy Show auf Twitch. Wer die Sendung jetzt noch nicht kennt, ja, der ist hier natürlich genau richtig. Und wer sie schon kennt, dem habe ich hier mal ein paar Highlights zusammengeschnitten aus der Sendung mit Maxim. Yeah, yeah. Ja, zusammen mit Maxim habe ich mir die Hochwildjagd angeschaut. Man kennt das aus klassischen Western. Man hat Steckbriefe und da steht dann der Name des Monsters drauf, die man dann suchen und erlegen muss. Wenn man das Ganze schafft und am Ende erfolgreich ist, gibt es dafür eine entsprechende Belohnung. Das Ganze hat... Wir haben die Hochwildjagd gemacht. Dazu diese Hochwildjagd-Lizenz. Hochwildjagd, das ist echt ein fieses Wort. Die gibt es wöchentlich, aber was wir herausgefunden haben, ist, dass dass eine Menge neue Monster hinzugefügt wurden. Die sind, die bekommen alle Namen. Welche Mobs gibt es hier? Die sieht man dann hier aufgelistet, wo sie sind mit Namen. Aber zu der Jagd im Übrigen nochmal, zu diesen Named Mobs und solche Geschichten. Den fetten, den wirst du halt nicht finden. Das ist das Ding. Auch die so einen Namen haben. Okay, jetzt wissen wir zumindest schon mal den Namen der Monster. Aber die Frage, hat uns das bei der Suche weitergeholfen? Den kenne ich noch, glaube ich, oder? Wie kenne ich den? Ich kenne einen anderen Bahnhof hier. Du verstehst nur Bahnhof. Ich verstehe. Aber auf der Jagd, pass auf. Da werde ich abgehen. Aber erstmal töte ich ihn. Vor allem Abgeklärte, da musst du doch gar nicht hin. Aber es gibt doch diese Videospiellogik. Gleiches zu Gleichem, ja? Wenn hier lauter abgeklärte Dudes sind, dann musst du nicht zu einem abgeklärten Dudes, sondern du musst zu einem Amaljar-Dudes. Ich sprinte hin. Du reitest hin, würde ich sagen. Kann ich hier durch den Fels? Schneller. So. Kann ich durch den... Ohne Scheiß, was ist das denn für eine Frage? Kann ich durch den Fels? Geht das bei League of Legends oder was? Kommt man da immer mit dem Kopf durch die Wand? Oder da wie? Kommt man mit Flash wunderbar rüber. Aber wobei das hier eine echt imbalanced Distanz ist. Da kommt man überall durch, ne? Das ist das auch, kann nur ein League of Legends Typ so. Riesig, massives Gebirge, komme ich da so durch? Oh. Das hat sich damals schon Hannibal gefragt. Die Antwort war nein, deswegen musste er drüber mit den Elefanten im Übrigen. Das fand ich auch... Ich glaube, mythologisch wird das irgendwann so sein, dass es irgendeine Dokumentation... bestätigt, dass es nicht so ist. Dass sie das mit Elefanten geschafft haben. Ich weiß nicht. Die haben es doch geschafft. Ja, aber das ist nicht ja... Das ist mythologisch, das ist sogar belegt. Das ist aber total krank, Mann. Elefanten sind einfach so dermaßen unmobil und dermaßen riesig und teilweise, ich weiß nicht, damals gab es ja keine Straßen und gar nichts dort. Also wenn dann auch übelst wenig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Finde ich sehr traurig. Ja, Sahagin. Genau, Panzerschuppen Sahagin. Da sage ich jetzt auch direkt den Ort. Den finde ich nämlich direkt perfekt mit Karte. Da. Da, wo Sahagin Feldlager steht, finden wir Sahagins. Haben wir aber nicht. Ja. Ich meine, jetzt wissen wir, wie gut Maxim als Jäger ist. Aber die Instanzen, da muss auch angedrückt. Von hinten den Fehler, die 6. Nein, ich habe die 5 gedrückt. Das ist nicht schlimm jetzt. Achso, das war das Damage Overtime. Raus da aus dem AOE-Damage. Weedy-Heedy. Easy. Müsst jetzt wieder in die Blase? Nein, aber du bist trotzdem drin. Doch, das könnte passen. Doch, es könnte passen. Hatte der. Also vielleicht ein bisschen zu früh. Der Heggy, der macht das. Oh, ich krieg hier ein bisschen Schaden in der Blase, merkst du? Ja, weil wenn das hier kommt, scheiße, du bist zu früh drin. Du musst jetzt in die andere Blase da drüben. Weil. Wow! Passiert das. Ich wurde in den Abguss gespült. Oh. Guck mal, das oh. Passiert, wenn du nicht. Oh! Oh Gott, ich bin tot! Oh nein! Nein, der jetzt noch nicht. Ja, guck mal hier, der macht irgendwas hier. Das ist aber nicht schlimm. Lass ihn machen. Aber das ist meine Blase. Wenn ich jetzt mit dem kämpfen muss um die Blase... Ja, die kommen gleich nochmal neu. Aber lauf da nicht! Ach, rein. Ich reingezogen. So. Der wusste... Boah, die müssen sich für den übelsten Troll halten, weißt du das? Oh, das ist super. Fantastisch. Attack! Oh, shit. Oh, shit. Ich muss in die Blase, stimmt? Nein. Du musst da aus dem AOE-Damage raus. Okay. Das ist schon wieder... Vor allem, das sind nicht unendlich Blasen da, ne? Gleich wird keine für dich da sein sonst. Ja, die hier nehme ich. Das ist seine. Jetzt kommt wieder. Jetzt musst du in eine Blase rein. Jetzt musst du in eine Blase rein. Oh, der hat sie mir weggenommen. So, oh Gott. Okay, jetzt brauchst du eine Blase. Nein. Maxim, geh so weit es weg. So weit es geht von diesen Blasen weg. Wirbelsprenger kommt auch noch dazu. Was ist eigentlich das hier? Nee, den nicht. Den nicht. Die haben ohne mich gestartet. Ja, und dann schließt sich nach 15 Sekunden das Ganze. Aber ich kann trotzdem helfen. Nein. Nee, ist natürlich sehr, sehr nice. Man muss ja sagen, dass ich ja überhaupt keine Ahnung habe, ne? Dass ich hier... Das merke ich gar nicht. Das merkt man gar nicht. Eigentlich ist es wirklich, als wenn da ein Pro dran sitzt. Das hat nichts mit Pro-Play zu tun. Maxim hat eine Menge Spaß. Maxim, hast du Spaß? Auf jeden Fall. Ich will töten. Ich will töten. Vor allen Dingen, was machst du denn mit dem da bitte? Angreifen. Angreifen. Im Zweifelsfall angreifen. Du willst töten.
Ich bin ja hier der Damage-Dealer offiziell. Jetzt musst du warten auf den Rest. Warte auf den Rest und lauf dann. Oh shit. Oh Gott. Was hast du an Warte auf den Rest nicht verstanden? Ich dachte, ich bin weiter hinten. Lol. Nicht nach vorne laufen wieder. Ach, den hier, genau. Zack. Bam! Oh, und jetzt raus aus dem Ausbissen. Oh Gott, was ist das denn? Oh, der Schaden. Bleib drin stehen. Muss er den Heiler beschützen. Oh Gott. Das kann ja verstehen. Das ist zu schwer, das Spiel. Mein Gegner wehrt sich. Das ist ja nicht einfach nur das Draufhauen. Oh, wow, wow, wow. Aufgepasst. Da hat er jetzt volle Breitseite. Von vorne, von hinten. Überall wird Maxim hier richtig durchgenommen. Fantastisch. Mori, ich schüttle schon die ganze Zeit, aber... Der steht immer noch. Der steht wirklich noch. Ja, gute Idee. Laufen wir den AOE-Schaden rein. Kleiner Profi-Tipp. Der, der die 1 hat, soll auch als erstes sterben. Ich dachte, das wäre obvious. So, nee. Gibt's so Verkehrssicherheit, wo die Leute einem dann sagen wollen, ne? Mit ohne Alkohol reagierst du schneller. Ich glaube, bei dir ist da Hopfen und Malz verloren. Alles verloren. Okay, ich weiß, der war schlecht, aber wirklich verloren war alles am Ende dann doch nicht. Schauen, wie wir dann am Ende noch gemeinsam anstoßen können. Sehr gut, aber besiegt! Kann man jetzt sehen, wer mir am meisten Schaden gemacht hat? Quasi im Alleingang habe ich ihn vernichtet. Was wären die nur ohne mich? Selbst wenn man wenig Plan hat, aber ein bisschen angeleitet wird, kommen wir durch die Instanzen durch. Die anderen Leute helfen einem, aber... Ja, dafür mussten wir sie aber auch teuer bezahlen. Haken wir das einfach mal ab. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Nettes Highlight-Video kommt demnächst öfter, wenn ihr wollt. Deswegen lasst mir ruhig einfach mal Feedback da. Ihr seht ja... Schicker neuer Hintergrund. Ab nach Eosea, würde ich sagen. Wir sehen uns zur nächsten Final Fantasy Show oder zum nächsten Highlight-Video. Yeah.